Vergiftet, ne? Komm. Genau. Warum wundert mich das nicht? Weil es doch typisch ist. Indiktri. Macht bestimmt. Oh, er macht Z-Attack. Ich hab gedacht, er macht Schaufler. Golbat. Da bleibe ich drin. Aurora Strahl, Psy, nein, nein, Psy, Psybeam. Oh Gott. Ich hab euch versprochen, ich gucke mir das Gras da oben an, welche Pokes da rumlaufen. Ich hab's euch versprochen, ich werde. Das ist das Einzige, was mich gerade noch davor abhält, diesen Part einfach zu beenden. Einfach zu sagen, so Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao. Nein. Ich will euch das zeigen, ich will es mir auch selber. Ich will auch selber sehen, was da oben rumrennt. Mann, aber ich will die Trainer auch mitnehmen. Oh mein Gott. Nchanera. Okay, das ging noch. Achtundzwanziger Xatu, das ist doch schön. Aber ich glaube, ich fahre ganz gut damit, wenn ich Flamara auch mal den EP-Teiler gebe. Oder? Einmal kommt da so ein Damage bei raus, ne? Mhm. Tangela! Hey, und Psatu ist mittlerweile mein mitstärkstes Pokémon. Toll! Aber Xatu braucht das Training auch wohl. Weil er an sich nicht das stärkste Pokémon ist. Es muss halt irgendwie Psystrahl, Psychokinese drauf können und dann wird es auch einsetzbar. So, ich gehe mal zurück. Ich heile nochmal, bevor ich die anderen beiden da oben klatsche. Und dann gucke ich mal, welche Pokémon da rumlaufen und wenn dann alles gut läuft, kann ich den Part beenden. Jetzt kann ich weiß, ihr wisst es gar nicht. Ich kann euch echt nur sagen, ich liebe es ja, Let's Plays aufzunehmen. Absoluter. So, jetzt muss ich mal leider eben kurz pausieren. Das heißt pausieren. Ich stehe jetzt einfach nur mal eben rum. Müsst ihr eben einen ganz kleinen Moment Geduld haben. Aber da kennt ihr euch damit aus. Bei mir ist das üblich. So, die Kopfhörer müssen nämlich richtig perfekt gesetzt werden. Muss ja den Endgame-Sound auch ein bisschen hören. Zwar nicht genau, aber ein bisschen. Okay, dann kommen die letzten beiden hier. Eins. Und dann den Typen noch. Die anderen werde ich nicht mehr legen. Ich werde mich jetzt da im Gras umgucken gleich. Magmar. Einmal Smog, einmal vergiftet bitte. Was macht der Fire Punch? Ah, schon besser. Und bitte den dazugehörigen Bonus? Nein. Gibt's heute nicht. Na gut. Jo! Noch ein Magmar. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Magmar cool finde? Auch schon mal gesagt, dass ich das Shiny Magma hier voll scheiße finde. Ihr müsst euch so vorstellen, das Gelbe, was ihr da jetzt gesehen habt, das wäre Pink. Ja, bei Pikey könnt ihr das auf dem Kanal sehen. Der hat ein Shiny Magma. Total eklig. Sorry, aber das geht gar nicht. Oh, Pinsir, cool. Pinsir ist natürlich gefährlich, hat einen extrem hohen Angriff. Ah, perfekt. Pinsir burnt, das heißt, sein Angriff wird auch gesenkt, er macht nicht mehr so viel Damage. Yanma, voll geil. Yanma ist cool. Yanma ist so ein richtiges Nerv-Pokémon. Es ist schnell, es kann sich schützen, es kann Doppelteam, es kann ein bisschen Damage machen. Es ist echt ein Nervteil. Deswegen mag ich das auch so gerne. Vor allem auch Yanmega in den späteren Generationen ist auch total geil. Mist. Kein Käferturnier.
Das sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Beziehungsweise jetzt nicht fürs nächste Mal, sondern für, sag mal schnell, für den nächsten Part. Ich will jetzt noch mal eben gucken, was hier rumläuft. Kommt schon, was Geiles. Bitte, bitte, bitte. Bitte etwas, was ich so ins Team nehmen könnte. Nein. Ah, ah. Kein Traumato. Das nicht. Kein Traumato. Nein, kein Traumato. Was soll das denn? Also ich habe leider schon mit Xatu ein Psycho-Pokémon. Hoppala. Das ist verführerisch. Stirbt das, wenn ich einmal Schnabel mache? Das ist verlockend. Ich muss es ja wirklich so sagen. Great Ball. Was natürlich auch schwierig zu fangen, ne? So viel dazu. Cool, Maschok. Okay. Maschok ist in Ordnung. Nicht gut, weiter. Ein Kadabra, ja, ne. Kadabra habe ich, beziehungsweise Psycho-Pokémon habe ich schon, brauche ich kein Kadabra mehr. Nein, kein Kadabra. Maschok finde ich gut. Ich glaube, Maschok, der kriegt seinen Platz bei mir. Oh, Golbat, wie geil ist das denn? Ey! Dankeschön. Hehehe. Pokéball, los! Das wäre mich auch sehr gewundert. Kann ja erst recht nicht mehr angreifen. Superball los! Dies wäre schön gewesen. Das ist geil. Golbat. Das nimmt hier Form an. Die mich begeistern, muss ich sagen. Maschok und Golbat, die würde ich so ins Team nehmen. Golbat, allein auf dem Hintergrund, dass das Ding, ich kann nicht, was soll denn heißen, ich kann nicht fliehen. Dass das Ding, Gift ist. Das brauche ich nicht, tut mir leid. Und zu Expert werden kann. Und an sich richtig cooles Moveset hat. Und Maschok als Kampf-Pokémon nie verkehrt. Wer weiß, was mich noch erwartet. Ja, nee, okay. Es sieht so aus, als hätten wir hier das meiste gesehen. Dann werde ich mich jetzt mal zurückbegeben. Wenn man mich lässt. Ich möchte nichts Neues einsetzen. Can't escape. Ja, vielen Dank auch. Xerox, komm mal rein. Ja, dann können wir fliehen, ne? Ja, jetzt taucht noch eins auf. Na, Vulpix! Bäh. Ich kann auch Teleport benutzen. Vielleicht noch ein Trainer. Den wir uns alle noch mal holen. Allerdings nicht mehr heute. Beziehungsweise in diesem Part. Dann werde ich jetzt meinen Xerox ablegen. Und den Rest gucke ich mir gleich mal eben an. Ja, tschüss Xerox. Was haben wir denn da? Wir haben ein Maschok. Level 30 mit Focus Energy Karat, Focus, Karatschlag, Geowurf und Gesichte wahrscheinlich. Karatschlag ist nice, gut. Und Golbat auf 32. Giftflug. Supersonic Bite, Confuse Wing Attack. Das ist nice. Das ist nice.
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt meine neuen Pokémon. Stardust geben wir jetzt mal Golbat. Allein auf dem Hintergrund, dass Golbat halt sehr viel Zuneigung braucht, damit er irgendwann zu X-Bat wird. Was das Ziel sein muss. Ja, für Golbat bitte. Und Golbat sollte nicht an letzter Position stehen, sondern so. Bisschen switchen. Xatu nehmen wir jetzt mal den EP-Teiler weg und geben ihn Flamara. Und dann kommt Xatu mal nach vorne. So. Das sieht doch gut aus. Und wir sind bei einem Limit angekommen. Geheilt habe ich. Im nächsten Part. Was mache ich im nächsten Part? Ich glaube, ich gucke mich mit Xatu in der Arena um. Ja, Xatu ist vorne. Da sollen wir jetzt noch einen Blick reinwerfen. Ach komm Leute, wir werfen noch einen Blick rein. Das ist die Arena von Lucazia City. Allen bekannt als die Normal-Pokémon-Arena, hat sich natürlich verändert. Ihr werdet auch gleich sehen, was wir hier haben. Ein Quappo. Okay, daraus wird man noch nicht schlau. Wasser oder Kampf? Oder Wasser und Kampf? Gut, dann wäre es nur Quapp, dann würde es nur Quappos geben hier. Interessant. Und ein Rabauz. Ja, das hier ist eine pure Kampfarena geworden. Und meines Erachtens nach auch eine der mit Abstand schwersten Arenen. Ja. Yeah. Na komm, einen nehmen wir noch mit. Denn vorher, die Arenaleiterin hier ist äußerst stark. Ich habe mit Xatu einen guten Konter gefahren, als ich mir das gefangen habe. Aber ihr seht das schon, Mashok auf 28. Das ist nicht schlecht. Scheiße, ist nicht tot. Das gibt dir Damage. Damage. Und Granbull taucht ja auch auf. Das hat überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Aber Granbull ist auch so. So. Switchen wir die Attacken. Sehr effektiv, denn. Ey! Ja, okay. Wie du meinst. Das tut weh. Macht aber nichts. Xatu hat trotzdem gewonnen. Primeape. Golbat. Mit Golbat auch ein gutes Ding gemacht, denn Golbat hier mit Wing Attack. Extrem nice, Leute. Ich muss ja sagen. Das sieht gut, ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich will nicht hier zu viel in der Arena jetzt machen. Ich will hier gar nichts mehr machen. Ich werde in der nächsten Runde werden wir uns mal den Nationalpark angucken und das, was dahinter liegt. Und dann steht die Arena ja auch schon ins Haus. Und dann werdet ihr sehen, warum Bianca in Omega Gold eine der stärksten Arena-Leiterinnen ist. Puh. Okay, Leute, bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Auch wenn ich nicht allzu gut gelaunt war, bin, werden, sein, tue. Beim nächsten Mal sieht es wieder anders aus. Bis dahin macht's gut. Macht's besser als ich. Ciao.